Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem allerersten Kochvideo hier auf dem Kanal. Primär nutze ich das, um mal die 4K-Kamera auszunutzen. Also verspreche nicht, dass es jetzt noch perfekt wird. Aber ich überdachte, ich suche mal ein ganz einfaches Rezept aus, was auch jeder nachmachen kann. Und zwar werden wir Brötchen machen. Das ist ziemlich einfach. Wir brauchen dazu 500 Gramm Mehl. In dem Sinn habe ich jetzt hier Maismehl. Und eine zweite Packung, weil ich schon angefangen habe. Esslöffel Zucker, Esslöffel Salz. Natürlich Hefe, habe ich jetzt hier schon aufgebraucht, angebraucht. So. Dann ein Öl, könnt ihr aussuchen welches. Dann haben wir natürlich noch einen Messbecher und natürlich eine Schüssel und ein Rührgerät. Und das erste, was wir machen, ist das Mehl in den Messbecher zu tun. Und zwar fangen wir mit 500 Milliliter an, anfangen. Ich habe hier zum Messbecher, da zeigt es mir hier mit dem Mehl an, 500 Gramm. Und das machen wir gleich mal da rein. Jetzt sind wir hier die Packung erstmal fertig machen. Ungefähr bei 500 Gramm ziehen. So, das reicht jetzt nicht ganz. Sind gerade bei 300. Heißt, nächste Packung aufmachen. Übrigens dann auch ganz gut verschließen wieder. Am besten mit so einem Clip oder so. So, Zittengebiete, nicht Gäste. So. Ja, das sind jetzt fast genau 500 Gramm. Und schon wieder passt. Sehr gut. Das können wir jetzt mal auf die Seite stellen. So. Kommt schon mal in meinen Rührtopf da rein. Und dann braucht man 300 Milliliter Wasser. Es kann dann sein, dass ihr da mehr braucht. Es kommt nämlich aufs Mehl darauf an. Statt dass es halbwegs warmes Wasser ist. Und jetzt kommt gleich alles zusammen. Salz und Zucker. Zucker ist für die Hefe, damit es ein bisschen schneller aufgeht. Salz für den Geschmack. Alles hier rein. Dann nehmen wir ein Stück von der Hefe. Ich habe hier frische Hefe. Wird so ein Gramm oder so weit reichen. Ich mache es mal so gefühlt ungefähr so in der Menge. Ab rein ins Wasser. Können wir jetzt wieder wegtun. Und das Ganze wird jetzt erstmal schön verquirlt. Zwar so lang, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Mal schauen, dauert meistens nicht so lange. Ja, das schaut immer sehr gut aus. So, dann machst du es schon mal. Jetzt werden wir den Mixer vorbereiten und dann werden wir Teig kneten. Bis gleich. Da sind wir schon wieder. Der Rührapparat ist vorbereitet. Mehl ist drin. Wunderbar. Und jetzt nicht so schnell starten. Am besten bei mir Stufe 2 oder 3, damit ihr schon mal anfangen zu rühren. Und dann immer wieder mal ein bisschen unsere Wassermischung jetzt hier reinbringen. Schön, dass es sich ein bisschen schon mal einvermengt. Und dann wieder dazugeben. Verzeiht sich das Ganze schon ein bisschen schöner. Ja, wunderbar. Sehr gut. Also langsam wird es zum Teig. Insgesamt werden wir so 8 bis 10 Minuten kneten. Und zum Schluss müssen wir schauen, dass der Teig die richtige Konsistenz hat. Wenn er zu sehr klebt später an, einfach ein bisschen Mehl reintun. Er soll nicht ganz trocken werden, aber er darf nicht zu sehr kleben. So. Perfekt. Das war's. Jetzt lassen wir den erstmal hier ein bisschen kneten, ungefähr 10 Minuten. Und ich zeige euch dann, wie der Teig schlussendlich ausschaut. So. Hey Leute, ungefähr 8 Minuten sind rum. Der Teig klebt nur noch ein bisschen. So ist es wunderbar. Also nicht so richtig klebt, dass er gar nicht mehr von der Hand runtergeht. Dass er sich halbwegs vom Rührhaken leicht lösen lässt.
teilweise sauber, wenn das richtig schön mitnimmt. So, der ist jetzt soweit fertig. Was wir jetzt machen, ist den abdecken und dann stellst du den bei Zimmertemperatur für 1,5 bis 2 Stunden irgendwo hin, sodass er mindestens auf die doppelte von seiner jetzigen Größe angewachsen ist. Und eben, wenn er zu feucht ist, noch gibt es ein bisschen Mehl rein und dann sollte es eigentlich ganz gut werden. So, liebe Leute, wenn euer Teig schon so ein bisschen geruht hat und ihr seid der Meinung, ja, der ist ganz gut aufgegangen, dann kurz vor Schluss tut's den Backofen schon mal vorheizen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze, ansonsten Umluft oder nur Oberhitze, wenn es geht. Und schaut drauf, dass ihr schon mal ein Blech reinmacht mit einem kleinen Behälter, wo man dann später Wasser reinmachen kann. Das soll schon mal mit vorheizen, dass ihr das schon mal macht. Wir sehen uns dann gleich wieder zum Formen der Brötchen. So, liebe Leute, wie ihr sehen könnt, der Teig ist richtig schön aufgegangen. Richtig geile Konsistenz. Lass sich auch schön ziehen. Mega geil. Hammer. Und jetzt geht's um Formen. Ihr könnt theoretisch jetzt so ziemlich alles draus machen. Sei es jetzt ein kleines Brötchen, ihr könnt auch ein Baguette machen, ihr könnt so großen Würfel machen, wie auch immer. Ihr könnt das alles machen. Wir machen erstmal Brötchen. Und dazu werden wir unsere Herdplatte in dem Sinn mal vorbereiten. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen Mehl rausbringen. Können wir jetzt mal hier so ein bisschen verdäumen. Und der Teig hier nicht so klebt. Weiß. So. Wunderbar. Ja, backen kann jetzt auch rein sein. So. Und dann, wenn ihr so eine Spachtel habt, dann nehmt ihr eine Spachtel, nicht wie ich, einfach mit der Hand ganz kurz ins Teig reintunken, damit er nicht ganz so klebt, und dann schön formen, in der Kugel. Du kannst es danach immer wieder mal so ziehen, und immer wieder einklappen, einfach mal so, wird's schöner. Und ja, dann wie so ein Schneeball kneten. Und jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen, einfach für schnelle Brötchen einfach mal. Ziehen das jetzt hier nochmal. Und jetzt ein paar Kügelchen machen. So. Ziehen, so nach innen legen. Dann machen wir da so ein Kügelchen draus. Wunderbar. So, jetzt ist draußen soweit, also oben soweit, ja, sauber ist. Unten kann es unsauber sein. Da machen wir dann später einen Schnitt rein. Und das machst du jetzt so lange, bis ihr keinen Teig mehr habt. Und ich glaube, mach jetzt hier erstmal einen Zeitraffer. Das sind meine Brötchen, insgesamt, ja, sagen wir mal 5 große, ein kleines. Was wir jetzt noch optisch machen ist, mit einem scharfen Messer, einfach in der Mitte, so einen kleinen Schnitt machen. Dann geht hier der Teig später auf. Das muss man nicht machen, kann man machen, aber dann gibt es hier einen schönen Bruch, wo der Teig hier aufgeht. Schön behutsam gehen. Am besten das Messer ein bisschen wassern. Dann klebt es nicht so, oder nimmt es jetzt richtig scharf ist. So, einfach so einen kleinen Einschnitt. Und dann ist es ein Freestyle-Brötchen. So, hier auch noch. Ja, dann wird er da aufgehen. Könnt ihr natürlich auch andere Formen machen, ne? Wir können auch hier mal ein Kreuzfett machen. So ähnlich wie eine Kaisersemmel. Machen wir es vielleicht hier auch mal. Das wird mir auch interessant, habe ich noch nicht gemacht. So, und dann auch. So, und dann kommt das jetzt alles in den Ofen, und zwar, ihr müsst jetzt aufpassen, das kommt jetzt zusammen mit einem heißen Wasser in die Schüssel unten rein für 10 Minuten. Und nach 10 Minuten tut sie die Wasserschüssel raus und dann lasst ihr die Brötchen noch so 4 bis 5 Minuten im Ofen drin, damit sich eine Kruste bildet. Das Wasser am Anfang ist drin, damit es nicht komplett austrocknet, und danach eben tun wir es raus für die Kruste. Die letzten 5 Minuten müsst ihr einfach drauf schauen, wie sehr die Kruste haben wollen. Je nachdem, ob es halt länger drin oder weniger lang. Aber die ersten 10 Minuten erstmal mit dem Wasser
Und das machen wir jetzt. Und los geht's. Ofen auf. Reinigen Blech. Guck mal, jetzt da oben rein hier. So, und dann brauche ich noch meinen Handschuh hier. Oh, Entschuldigung. So. Kommt jetzt hier noch ein bisschen Wasser rein. Und dann sofort zu. Und jetzt schauen wir einfach mal, was in den nächsten 10 Minuten nichts Schlimmes passiert. Das sind die Brötchen und ich würde sagen, die sind mal gar nicht so schlecht geworden. Sie hätten da noch so ein bisschen besser aufgehen können, hätte ich noch ein bisschen mehr einschneiden müssen, aber grundsätzlich sehr gut. Sie sind hier leider unten teilweise ein bisschen aufgerissen, aber nicht jedes Brötchen. Sieht eigentlich sehr gut aus und ich würde euch empfehlen, ihr lasst es jetzt erstmal noch 20 Minuten stehen. Aber für die Kamera werde ich jetzt hier mal eins aufschneiden. Wir nehmen jetzt hier mal ein Brötchen. Oh, das hat Gewicht. Vielleicht das nächste Mal kleinere Kügelchen. Würde ich jetzt mal machen. Fangen wir unten an. Schön weich und fluffig. Und wir schneiden mal eins auf. Oh, der Klang. Ist einfach geil. Ja. Wenn ich es aufschneiden auch nochmal hinkriege, fast wie Barry Levis, wer den Kopfkanal kennt. Und jetzt schauen wir mal. Das ist schön. Richtig schön weich. Aber ja, ich muss noch ein bisschen stehen lassen. Das riecht auch ziemlich geil. Das riecht nach Fisch und Brötchen. Eventuell bei der Größe würde ich es vielleicht noch ein paar Minuten drin lassen, aber ich glaube, das passt so. Wenn es ein bisschen abkühlt, dann kriegt es noch ein bisschen einen Kross. Finde ich sehr gut. Ja, und liebe Leute, das ist mein erstes Backvideo. Also schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Soll ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen? Also gern was Echtes kochen. Ich tue auch ganz normal kochen. Ne? Und ja, über Feedback würde mich freuen. Mit Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, ein Abo vielleicht. Und wenn es nachkocht, dann schreibt mir doch mal, wie eure Kreationen so geworden sind und ob es geschmeckt hat. Das war's. Bis zum nächsten Mal hier auf The 360 Dude mit euch. Bravo. Danke.